Heidi! Du ziehst das an. Es sind zu viele Sachen. Mir ist heiß. Los, komm, zieh die Jacke wieder an. Du sollst gut aussehen. Nicht zu langsam. Also gut. Kommst du weit her? Ja, von Mainfeld. Wir sind den halben Weg im Wagen gefahren. Zeigen Sie mir den Weg zu Arnold Kramer. Sagten Sie Arnold Kramer? Ganz recht. Sie sind nicht aus der Umgegend. Stimmt's? Ja, wieso? Das merkt man. Sonst würden Sie nicht zu dem menschenscheuen Kerl gehen. Lassen Sie ihn scheu sein. Ich bringe seine Tochter Heidi zu ihm. Wissen Sie denn auch, was für ein Mensch das ist? Das interessiert mich sehr wenig. Wie muss ich jetzt gehen? Rechts von der Kirche. Aber ich würde Ihnen raten, gehen Sie lieber nicht hin. Wenn man Türk den Rücken zuwendet, stößt er. Ich finde, dein Türk ist mächtig unmanierlich. Wie ist denn dein Name? Ich heiße Peter. Ich hüte die Ziegen hier. Und wie heißt du? Ich bin Heidi. Ich lebe von heute an bei Arnold Kramer, meinem Großvater. Oh, Arnold Kramer. Hast du nicht Angst, dahin zu gehen? Meinst du, ich fürchte mich vor meinem Großvater? Du wirst es sehen. Ich weiß, wie jähzornig der Mann ist. Glaub mir, womöglich schneidet er dir den Kopf ab. Oh. Das alles geht mich nichts an. Sie ist meine Nichte und ich tue mit ihr, was ich will. Komm schon, komm schon. Los, los. Ich bin Dete. Die Schwester der Frau ihres Sohnes, Tobias. Da beide gestorben sind, bringe ich ihr Kind zu Ihnen. Ich habe bis jetzt für das Kind gesorgt. Muss aber heute Abend nach Frankfurt reisen. Ich habe dort eine gute Stellung bekommen und kann mich nicht um Sie kümmern. Ich hörte, Sie hassten die beiden, doch trotzdem müssen Sie die Tochter ihres Sohnes zu sich nehmen. Gehen Sie fort! Hier ist sie! Sie ist Heidi! Großvater, ich wollte dich lange schon sehen. Du gehst jetzt hinein und zeigst mir unser Haus? Isn't it?
Wo aber soll ich schlafen? Großvater, das wird mein Bett. Hier schläft sich ganz herrlich. Mir scheint, ich brauche dazu aber ein Laken und Deckbett. Ich sage, ich brauche dazu aber ein Laken und Deckbett. Gut. Ich hatte zwar stets ein Laken und Deckbett, aber wenn keins da ist, dann geht's ihm auch ohne Laken. Ist das dazu da? Großvater, das ist ein wundervolles Bett. Willst du es dir mal ansehen? Mich allein. Du Kleiner, ist das Frau Annas Haus? Ja, sie ist meine Großmutter. Danke. Ich kenne diesen Arnulf Kramer nicht, aber nach der Meinung der Leute sollte man das Kind von ihm fortnehmen. Sie kamen erst vorige Woche, Herr Pastor, sonst könnten Sie das verstehen. Sie kennen Herrn Kramer schon 50 Jahre. Was für ein Mensch ist er? Ein guter Junge. Damals als junger Mann, aber etwas aufbrausend. Und sein Sohn war genau wie er. Denn Tobias wollte ein Mädchen aus einem fremden Ort zur Frau. Arnulf wollte das nicht und verbot es. Tobias aber brachte sie trotzdem als seine Frau ins Haus. Arnulf jagte sie wütend weg und sagte, dass Tobias nicht wiederkommen sollte, ehe er sie nicht aufgegeben hätte. Deswegen hasst man ihn aber und fürchtet ihn sogar. Unkraut und Groll wuchern schnell hoch, Herr Pastor. Die meisten waren auf der Seite des Burschen. Arnulf verließ sein Heim, ging fort und baute sich später ein Haus oben am Berge.
Seit der Zeit hat ihn niemand gesprochen, denn er kam nie herunter. Frau Anna, ist das Kind sicher bei ihm? Doch wer so allein lebt, kann sich manchmal sehr ändern. Die Glocken höre ich gern. Du auch, Großvater? Geh zu Bett. Kann ich hier mein Gebet sagen, damit du es hörst? Ich sage, geh zu Bett. Ja, Großvater. Dann kann ich also zu Bett gehen, ja, Großvater? Gute Nacht. Herr Gott, beschütz Großvater und mach ihn bitte, wie ich bin. Und mach mich zum guten Kind. Amen. Und mach bitte, dass Tante Dete aus Frankfurt nie zu uns zurückkommt. Amen. Der wundervollste Stuhl, den ich jemals sah. Danke. Was machst du denn? Käse. Soll ich helfen? Hier, rühre. Komm her und binde erst mein Schürzenband zu. Sind das unsere Großvater? Mhm. Haben sie auch Namen? Schwänli und Bärli. Du siehst nicht aus wie ein Schwan. Und du auch nicht wie ein Bär. Aber sie sind wundervoll schön. Großvater, gibt Bärli schwarze Milch? Geh und melke Bärli. Aber ich kann doch noch keine Ziege melken. Dann wird es höchste Zeit, dass du es lernst. So macht man's. Du musst aber stillstehen, sonst kann ich dich nicht melken. Oh, bitte, Bärli, komm, sei nicht so dickköpfig. Oh, Bärli hat aufgewärmte Milch. Sieh nur. Schwere Arbeit ist das, Großvater. Noch eine Ladung? Noch zwei. Die Lämmerfelle sind dicht. Es wird ein harter Winter. Thank you.
sorgen uns nicht, wenn es ein harter Winter wird. Hier ist Holz, damit es warm ist. Und Käse ist auch da. Und genug Heu für Schwänli und Bärli. Ich möchte gern zu Peter rausgehen. Denn wenn wir Schnee haben, bleibt er unten. Geh nur, geh nur. Aber bleib nicht zu lange, du hast Unterricht. Ja, ich weiß. Kannst du so lange auch ohne mich auskommen? Ich denke doch. Weshalb gehst du denn nicht schlafen? Meine Augen wollen noch nicht. Ich habe was gefunden. So. Denkst du, dass daran noch Musik sein wird? Mal sehen. Na? Ich fürchtete schon, es ginge gar nicht. Oh, das ist sicher ein schönes Märchen. Wie heißt das Märchen? Neben dem verwunschenen Holzschuh. Lies vor, Großvater, das muss schön sein. Also, es war einmal ein kleines Mädchen in Holland. Das hieß Neetje. Schaut mal an meine Schuhe, wo ich bin darauf stolz. Seht her, sie sind neu und geschnitzt ganz aus Holz. Darin tanzt sich so fein, wie ich's euch jetzt hier zeig. Darin hüpf ich von hier auf den obersten Zweig. All diese Zauber im Holzschuh nur liegt, müsst sie nur anziehen und weg ihr fliegt. Wir alle hier verreisen im Nu, wohin ihr wollt, denn es sind verwutschte Schuhe. Reist nun zum Land der Schlaraffen mit mir,
und tanzen rum, nur in den verwunschenen Schuhen. Kommen Sie zu Besuch hierher? Ja, Klein. Ich bin Pastor Schulz. Guten Tag, Herr Pastor Schulz. Guten Tag, Frau Schulz. Oh nein, ich bin Elsa, die Schulvorsteherin. Oh, Sie wären aber eine nette Frau Schulz. Du flickst schon Großvaters Rock, das ist nett. Es ist ein Sonntagsrock, aber Großvater braucht ihn nicht. Er geht nicht zur Kirche. Wenn wir ihm zureden, tut er es vielleicht doch. Willst du es denn gern? Der Pastor und Fräulein Elsa kommen, um dir guten Tag zu sagen. Guten Tag, Nachbar. Na? Wir kommen wegen der Kleinen her. Geh hinein, Heidi. Gehen Sie bitte. Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Dann kann man es nicht ändern. Ich denke doch. Ich möchte Ihnen sagen, Nachbar, dass bald die Schule wieder beginnt. Ich schicke Heidi nicht zur Schule. Was wollen Sie dann mit ihr tun? Sie wird aufwachsen wie die Tiere in den Bergen. Aber was lernt sie hier oben? Schlechtes jedenfalls nicht, das steht fest. Das ist kaum der richtige Unterricht für ein Kind. Ich lehre sie alles Notwendige. Und Sie vergessen noch nicht die Religion? Die Berge werden ihr das Gefühl für die richtige Religion geben. Der einzig richtigen. Kommen Sie ins Dorf zurück, Nachbar. Das hier ist kein Leben für Sie und für das Kind. In Unfrieden mit Gott und den Menschen. Ich weiß, was alle im Dorf von mir denken. Und die kennen die Ansicht, die ich von Ihnen habe. Es ist besser für alle, ich bleib hier. Ich möchte nicht gern die Behörden zu Hilfe rufen. Heidi geht nicht zur Schule und auch nicht zur Kirche. Das steht fest. Es tut mir leid, Nachbar, möge Gott Ihnen helfen. Und will mir jemand Heidi eines Tages fortnehmen, dann gnade ihm Gott. Sonntagsschule damals in Mainfeld. Kann ich nicht mit Peter in die Sonntagsschule gehen? Thank you.
Wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Ich möchte gern diese Geschichte vorlesen. Soll ich? Ein alter Mann hatte zwei Söhne und der Jüngere. Und der Jüngere kam und sagte zum Vater: Vater, gib mir das. Das ist ein schweres Wort. Bitte, Großvater, hilf mir. Gib mir das Erbteil, das ich zu bekommen habe. Und er gab ihm von allem die Hälfte. Und der Jüngere zog in ein anderes Land und hatte sein Gut in Kürze vergeudet. Oh, du kennst es ja auswendig. Ja, auswendig. Der Sohn kam doch nochmal zum Vater. Und der Sohn sagte: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin nicht wert, noch weiter dein Sohn zu sein. Aber der Vater sagte zu den Dienern: Bringt sofort das beste Kleid, das wir da haben. Und bringt einen Ring für seine Hand und Schuh für seine Füße. Freut euch, mein Sohn war tot, doch er lebt wieder. Der Verlorene ist gefunden. Oft hat mein Schäfer 100 Lämmer und eins der Lämmer verirrt sich nachts. Dann lässt der Schäfer alle die anderen und geht nachts in die Berge und er holt das, welches irre ging. Denn er wünscht, Peter, was ist denn? Der Großvater und Heidi kommen zur Kirche. Denn er wünscht bloß, dass er es findet. Wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dies Lamm, als über alle die anderen, die den Weg nicht verfehlten. Guten Tag, Arm. Alles Gute für dich und das Kind. Danke. Du siehst sehr gut aus. Danke. Jetzt kommt der Großvater her. So, der alte Adler kommt doch mal aus dem Horst. Es geschah nur für Heidi. Arnulf, ich sehe, du lügst. Sag's aber nicht weiter. Ich denke, Herr Pastor, Sie verzeihen mir die Worte, die ich damals sagte. Die Worte sind vergessen, Nachbar. Dass Sie gekommen sind, freut jeden hier. Ich hoffe, ich sehe Sie jetzt öfter. Und was sagst du, Heidi?
Von jetzt an gehen wir beide natürlich alle Sonntage zur Kirche. Und eines Tages gibt's auch eine Frau Schulz. Tante Dete! Was? Willst du bei uns? Wo ist der Großvater? Oben in den Bergen. Er fällt Holz. Dann hole rasch deinen Hut und Mantel. Wir gehen fort. Nein, ich will gar nicht weg. Wie? Lass mich nur hier. Ich liebe den Großvater. Und er liebt mich. Ich habe Geburtstag und wir kriegen abends Besuch. Guck, ich bekam sie zum Geburtstag. Das ist Schwänli und das Bärli. Und wir gehen noch ins Dorf runter und holen Schinken und Butter, weil die Großmutter und Peter kommen. Fein. Du machst bis dahin eine kleine Reise mit mir. Wohin? Nur nach Frankfurt. You can come back whenever you like. I don't want to go to Frankfurt. You will do as I say. Where are your clothes? I've got to ask the grandfather first. Where are they? Da drin. Du brauchst keine Furcht zu haben. Wir fahren mit dem Schlitten nach Maienfeld und hinterher mit der Bahn. Und du bekommst doch was zum Geburtstag. Und gegen Abend zur Feier kommen wir wieder? Das sagte ich dir doch schon. Dann kann ich weißes Brot kaufen für die Großmutter. Sie hat nur wenig Zähne und isst kein Schwarzbrot. Ja, ja, komm, los, komm, Heidi, komm. Ich gehe doch schnell auf den Berg und sag dem Großvater, wohin ich fahre. Nein, denn sonst versäumen wir den Zug. Ich schreibe ihm was auf. Nein, ich muss es ihm selbst sagen. Oh, ich setze die Pantoffeln auf den Herd und er wird wissen, ich komme abends wieder zurück. Ja, ja, natürlich. Jetzt komm schon endlich. La 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 la. La 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 la. Heidi! 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 Wo bist du? Tag, Heidi. Guten Tag, Herr Pastor. Tag, du reist wohl fort? Ja, nach Frankfurt mit meiner Tante. Ein bisschen Abwechslung schadet niemals, Herr Pastor. Sie hat Geburtstag. Ich gratuliere und recht gute Reise. Danke. Oh, da ist Großvater. Lass mich raus, ich sage es Ihnen. Setz dich hin. Fahren Sie los. Hm. Großvater! Haben Sie sie gesehen? Heidi ist nicht da. Wissen Sie es denn nicht? Sie und die Tante reisen. Frankfurt. Gestohlen ist sie. Wo sind sie? Stohlen? Da. Heidi! Ich reise nicht weiter mit. Du reist doch mit. Lass anhalten, ich reise nicht weiter mit. Halt den Mund. Der Zug hält bald wieder. Ich will nach Haus. Es ist jetzt Zeit. Ich komme doch nicht mehr zurecht. Nur was tut das schon? Setz dich und halt den Mund. Ich soll heute nicht nach Haus kommen? Wahrscheinlich nicht.
gibt Schinken und Butter zum Geburtstag. Und ich komme nicht. Und der Großvater wird mich suchen. Also was wirst du dort sagen? Ich muss zuerst sagen, guten Tag, Fräulein Rottenmeier. Dann zu Clara, guten Tag, Fräulein Clara. Ich hoffe, Sie werden bald gesund. Was wollen wir denn nur da? Du erfährst das, wenn wir da sind. Die Wohlerzogenheit eines jungen Mädchens zeigt sich am besten im Umgang mit älteren Personen. Denn dann muss es gesittet und bescheiden sein. Sie kommen jeden Moment, Fräulein. Ich muss bitten, Clara, nur nicht aufregen. Eine Kranke darf das nicht. Außerdem darf es niemals einen Erwachsenen mit Fragen unterbrechen. Denn wer Bildung hat, wartet stets, bis ein Erwachsener ausgesprochen hat. Ich wüsste bloß gern, wie sie aussieht. Dein Vater glaubt, ein gleichaltriges, aber gesundes Mädchen aus einfachen Kreisen könne dich zerstreuen. Meiner Ansicht nach ist dieser Plan aber schlecht. Papa hält's aber für gut, wenn immer jemand bei mir ist. Du hast mich? Gebe ich dir nicht meine ganze Zeit und meine volle Zuneigung? Ja, und das finde ich nett von Ihnen. Es fehlt nur etwas Abwechslung. Jetzt aber aufpassen. Mein Vater. Bitte melden Sie uns. Und zwar gleich. Woher haben Sie das Mädchen? Das ist meine Nichte. Das tut mir sehr leid für das arme Kind. Sind Sie der Herr hier? Sie sehen so aus. Ach, kleines Fräulein, ich wollte, ich würde auch von den anderen so gesehen. Wunderbares Kerlchen, nur dieser Hut ist grässlich. Das Kind ist da. Arthur, wie ist sie denn? Äußerst intelligent. Nehmen Sie bitte am Hut keinen Anstoß. Führen Sie sie herein. Guten Tag, Fräulein Rottenmeier. Wie ist dein Name? Heidi. Heidi? Wie lächerlich. Welcher Name steht als Vorname auf deinem Taufschein? Das habe ich vergessen. Du scheinst unverschämt zu sein. Sie weiß es nicht und kann es daher nicht sagen. Auf dem Taufschein steht Adelheid. Sehr jung sieht sie aus. Ist sie schon 10? Sie sieht jung aus, ist's aber nicht. Sie ist annähernd 11. Tante Dete hat jetzt gelogen. Ich werde heute erst 8. Der Großvater zu Hause gibt eine Geburtstagsfeier. Seit wann gehst du zur Schule? Ich durfte nicht zur Schule gehen. Guten Tag, Fräulein Clara. Ich hoffe, Sie werden bald wieder gesund. Nicht, Fräulein. Sag bitte Clara.
Ich nenne dich Heidi. Wieso sitzt du in einem Stuhl mit Rädern? Ich kann nicht aufstehen. Ich fiel letzten Sommer und habe mich verletzt und deswegen ist Fräulein Rottenmeier als Pflegerin hier im Haus. Dann könntest du nicht mal mitkommen zu Peter und Schwänli und Berli? Wer ist das? Sind das Freunde von dir? Das sind Ziegen, die Großvater gehört. Und Peter, der hütet 10 Ziegen. Oh, erzähl mir bitte noch mehr. Ausgeschlossen. Ich werde dieses Mädchen nicht bei uns behalten. Erst geben Sie mir mal meine Spesen zurück. Und die 50 Mark, die Herr Sesemann geben wollte. So lasse ich nicht mit mir reden. Und ich gebe nicht einen Pfennig. So, meinen Sie? Ich brachte Ihnen das Kind her, da Herr Sesemann es haben wollte. Doch Sie haben Ihre Gründe und wollen es wegschicken. Hinaus! Doch gehen Sie nicht ohne Ihre Nichte fort. Sofort, aber erst einmal die Spesen. Sonst schreibe ich es Herrn Sesemann. Sie denken, ich durchschaue nicht, was Ihre Absicht ist. Ein reicher Witwe und sein krankes Kind. Und Sie wollen nicht, dass es gesund wird. Noch nicht. Erst soll Sesemann glauben, Clara könnte gar nicht leben ohne Sie. Dann sorgen Sie nur für dieses Mädchen bitte auch selbst. Sie können es ja Zigeunern geben, mich stört's nicht. Aber ich weiß, Großvater wird mich suchen. Er hat nicht gewusst, dass ich weggehe. Und deshalb fahre ich spätestens morgen. Hat sie Dete nicht gesagt? Was? Dass du bei mir bleiben sollst. Nein, das sagte sie mir nicht. Siehst du, meine Mama ist tot und mein Papa muss es geschäftswegen fast immer im Ausland leben. Und ich habe niemanden, der mit mir spielt. Ich bleib nicht hier. Ich will zu meinem Großvater fahren. Das sollst du auch. Sie soll hier bleiben. Arthur wird dich nach Hause bringen müssen. Nein, das wird Arthur nicht tun. Das ist wohl meine Sache, denn ich tue, was das Beste für dich ist. Nein, nein, Papa hat mir gesagt, du sollst bleiben, bis er selbst kommt. Clara, reg dich nicht so auf, es kann dich krank machen. Du bist nicht kräftig genug. Ich werde noch kränker werden, wenn sie Heidi morgen wegschicken. Aber Clara, es geht nicht. Ruhig, Kind, wein nicht. Mach mir doch nicht unnötige Sorgen. Ich soll doch bald gesund werden. Nicht wahr, Fräulein? Natürlich, Clara. Dann lassen Sie mich Heidi bitte behalten. Wie du willst. Vorläufig. Ich kann nicht bleiben. Der Großvater wartet. Er kann ohne mich nicht leben. Es ist angerichtet. Du hast es hier gut, Heidi. Und wir nehmen jetzt zusammen Unterricht. Fräulein Rottenmeier, schreib deinem Großvater. Nein, nein! Tante Dete soll mich nach Haus bringen. Das Essen wartet. Wir erledigen die Sache morgen. Kann ich denn nicht heute noch gehen? Ich sagte morgen, Adelheid. Adelheid? Ich warte. Was wir von dir empfangen haben, Gott, nehmen wir dankbar an. Gott beschütze Großvater und Schwänli und Berli. Und bitte mach aus mir ein gutesartiges Kind. Amen. Oh. Servieren Sie. Vergiss nicht, Clara. Nur ein kleines. Nimmt man ohne zu fragen Brot vom Tisch, Adelheid? Es ist für die Großmutter. Das nehme ich ihr unbedingt morgen mit. Leg das Brot wieder hin. Die Köchin nennt das Gericht falschen Hasen. Und sicher wird's dir schmecken, Kleine. Willst du dich bedienen? Ich danke, ich esse lieber Käse. Du wirst jetzt schon gesehen haben, sie hat keine Ahnung von Tafelmanieren. Bring sie mir die Platte, Arthur. Aufpassen, Adelheid. So legen sich vornehme Leute den Braten selbst auf. Bitte! Oh, jeden Feind. Oh,
genug. Daran ist nichts Komisches. Du vergisst, dass du nicht mehr bei euch auf der Alm lebst, sondern zu ordentlichen Leuten kommst. Adelheid! Du gähnst sogar auch noch? Unmögliches Mädchen. Nicht schelten. Die Reise hat sie angestrengt. Selbst dann gähnt man bei Tisch nicht. Merkt ihr, das Hässlichste, was man machen kann, ist ungeniert zu gähnen. Es ist ein Zeichen von Respektlosigkeit und Mangel an Selbstbeherrschung. Und der gebildete Mensch erkennt an dieser Unbeherrschtheit den gleichgültigen und darum unmanierlichen Menschen. Sie ist wirklich nicht mehr wert. Sie gehen Heidi suchen? Ja, Herr Pastor. Oh, Sie wollen doch nicht zu Fuß nach Frankfurt. Das sind über 90 Meilen. Ja, doch. Warte noch. Ich leihe dir gerne etwas Geld für die Fahrt. Ich danke euch, Freunde, aber die Beine lassen mich schon nicht im Stich. Und ich habe Geld, um mit dem Kind zurückzufahren. Auf Wiedersehen, Arnold. Gott beschütze Sie, Nachbar. Wohin so plötzlich, Fräuleinchen? Ich höre draußen Peters Horn. Er wird wohl suchen, wo ich bin. Gepeter? Ja, da. Hören Sie es nicht? Ja, 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 ja. Es ist nur draußen zu kalt, um so hinauszugehen. Gehen wir zum Fenster. Komm. Peter gewesen. Es ist der Milchmann. Du musst dich jetzt anziehen, kleines Fräulein. Es wird gleich gefrühstückt. Tja, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal zofe würde. So. Und dann komm. Frühstück in 10 Minuten, Adelheid. Wir halten auf Pünktlichkeit, lass dich nicht erst holen. Pünktlichkeit, Adelheid. Dröhle nicht. Adelheid? Wir können... Psst. Es ist die hässlichste Pünktlichkeit, zu gähnen, wenn gegessen wird. Ist Heidi nicht wirklich sehr lustig? Ich bin glücklich, dass sie nicht nach Haus reist. Sie reist nicht? Sie weiß es nur noch nicht. Sie möchte ja heute nach Haus fahren. Aber hier wird sie besser gehen. Denken Sie nicht auch? Erst lassen wir neue Kleider für sie machen. Zuerst müsse sie einen neuen Hut kriegen. Mhm. Oh, Heidi, wie nett du aussiehst. Ich weiß nicht, wo Tante Dete ist, denn jetzt müsste ich gehen. Oh. Denk nicht immer daran. Weißt du, jetzt haben wir Stunde bei Fräulein Rottenmeier. Gut. Wenn wir jetzt doch noch nicht fahren, nehme ich die eine mit. Eigentlich tut es mir leid, dass ich gehen muss. Ich hoffe, du wirst auch noch völlig gesund und brauchst hier nicht zu sitzen. Fräulein Rottenmeier meint, ich werde wohl nie gehen können. Weißt du, der Peter sagte, ich würde nie lesen lernen. Aber der Großvater sagte mir, ich könnte es. Und da ging's auch. Oh, dein Rücken fühlt sich wie meine an. Deine Knie auch. Du kannst sicher gehen, du müsstest nur den Willen haben. Versuch's doch, Clara. Oh, ich wag's nicht, Heidi.
Wieso nicht? Ich würde fallen. Stütz dich auf mich. Ich bin stark. Du denkst wirklich, ich könnte es? Versuch's, Clara, dann werden wir es sehen. Komm doch. Komm, leg die Hand um mich. Nein, nein, ich kann's nicht. Sag's aber nicht dem Fräulein. Ach wo? Was ist das? Ein Affe ist das. Komm, wir lassen ihn rein, sonst erkältet er sich noch. Das Fräulein wird's nicht gern sehen. Er friert doch aber da draußen. Und bisher habe ich Affen noch niemals gesehen. Du? Ich auch nicht, denn. Oh, er sagt, es ist zu kalt dort. Komm, komm, komm. Guten Tag. Er hat feine Manieren. Fräulein Rottenmeier wäre entzückt. Komm. Müssen Sie dir gerade jetzt aufwischen, Anna? Ich will meine Luisa. Sie wollen was? Luisa, meinen Affen. Bitte. Wollen Sie mich foppen? Hier ist nichts dazu. Den schicke ich sogar. Aber ein netter Schullehrer. Er will, dass du ihm auf einmal 7 verschiedene Flüsse aufsagst. 7 Flüsse kenne ich gar nicht. Kann ich nicht 7 Berge sagen? Euer Lachen, das nur Mangel an Zurückhaltung ist, wird sich hoffentlich legen. Wir beginnen unsere Stunde. Arthur! Arthur! Hilfe! Hilfe! Was ist los? Tragen Sie das Tier hinaus! Mein Vater, ein Gorilla. Stehen Sie da wie ein Feigling, Sie sollen das Biest rausbringen. Jetzt hört schon auf mit dem Lachen. Psst, psst, geh raus, Äffchen. Schlag das Tier fort. Nehmen Sie es runter. Hören Sie nicht, Arthur, nehmen Sie runter. Geh runter. Schlag Sie das Biest runter. Geh runter. Oh, ich bitte um Entschuldigung, es ist mir äußerst peinlich. Eine Frechheit. Oh, ich bin selbst gefallen. Bitte, ich helfe Ihnen. Oh, bitte. Oh. Karl! Schaffen Sie das Biest hinaus! Den Schwanz müssen Sie ihm ordentlich Salz streuen. Ah, wir werden eine Kriegslist anwenden. Kann ich nicht auch was tun? Nein, lassen sein, denn jetzt erwische ich ihn. Alle von hier aus laut schreien. Ich greife ihn von hinten ja, an. Gut, okay. Komm runter. Das ist doch wohl der Gipfel! Kommen Sie schnell rein! Luisa, Luisa! Jetzt komm schnell runter, hier ist dein Papa! Komm, Luisa! Oh. Machen Sie, dass Sie wegkommen, bevor das Fräulein Sie sieht! Hier ist Geld, geht! Was ist denn mit dir? Thank you.
das Biest herein. Ich tat aber nur, weil es doch so kalt da draußen ist. Das geht doch dich aber nichts an. Oh bitte, Fräulein, ich habe ebenso viel Schuld wie Sie. Ihr Verhalten ist unentschuldbar. Sie kriegt dafür Prügel. Schreib dich nicht oder schreibst Papa. Oh, ich mein's ja nicht so. Reg dich nur nicht auf. Ich vergaß ganz deine Empfindlichkeit. Adelheid, du bleibst heute den ganzen Tag oben. Nein, ich will nach Haus. Tante Dede wird jeden Augenblick kommen. Deine Tante fuhr heute früh schon fort. Sie fuhr weg? Aber sie kommt noch mal her. Nein, denn sie ist entlassen. Meine Tante sagte mir, sie kommt. Aber sie will nicht. Sie lässt dich hier bei uns und sagte mir, ich soll dich zu Zigeunern bringen. Aber das werden sie nicht tun. Ich glaube sicher, sie wird nie wieder hierher zurückkehren. Was soll das bedeuten? Lassen Sie mich bitte. Was hast du denn da drin? Oh. Du willst ausrücken, wie? Ich will nicht ausrücken, Fräulein. Ich will nur nach Haus, zu meinem Großvater laufen. Arthur, das gehört in den Ascheimer. Oh nein, es ist für die Großmutter. Sie isst doch kein Schwarzbrot. Und diesen hässlichen Hut bitte auch. Oh nein, nein, bitte nicht. Es ist der einzige, den ich habe. Also gehen Sie schon. Ich will nach Haus. Ich halte es hier nicht aus. Hier sind keine Berge und keine Wiesen. Und der Großvater sehnt sich gewiss sehr nach mir. Darum lassen Sie mich gehen. Jammere nicht länger. Du gehst nach Haus, wenn ich dich schicke. Jetzt geh auf dein Zimmer. Aber komm nicht noch mal runter, sonst setz was mit dem Stock. Na, mein kleines Fräulein, immer hoch den Kopf. Hier ist das prächtige Modell. Denkst du nicht, wir stecken ihn lieber unter das Bett, denn so zwergt sie's? Heitere sie ein wenig auf, Clara. Oh, Heidi, ich ahnte ja nicht, wie gern du heimfahren möchtest. Aber du musst nicht heimlich gehen. Versprich mir das bitte. Oh nein, ich kann's nicht versprechen. Du musst es, Heidi. Papa kommt ja am Weihnachtsabend her. Es sind nur noch 2 Wochen. Und wenn du dann immer noch Heimweh hast, sag ich ihm, er soll dich heimschicken. Denkst du, er tut es wirklich? Oh ja, alles tut er für mich. Dann werde ich nicht weggehen. Jetzt verspreche ich's. Ja, bitte. Ich mache mich schön für Claras Papa. In dem Kleid siehst du prachtvoll aus. Und sehen Sie hier. Ich habe auch gehofft, du wirst einen Hut kriegen. Aber im Zug trage ich meine neuen Sachen nicht, wenn ich heute abreise. Nein? Sonst weiß Großvater nicht, dass ich's bin. Du reist also wirklich nach Haus? Ja, Clara sagt gleich ihrem Papa, der erlaubt's mir. Er kommt in 5 Minuten und ich wollte bloß sagen, wenn du mit ihm sprichst, sollst du sagen, ah, guten Tag, gnädiger Herr. Und machst deine Klicks dazu. Was ist das? Was das ist? Das sieht aber spaßig aus, Onkel Arthur. Das ist recht, aber sieh erst zu, ob du es auch kannst. Guten Tag, gnädiger Herr. Das geht ja ausgezeichnet. Danke. Fröhliche Weihnachten, gnädiger Herr. Fröhliche Weihnachten, Arthur. Danke, gnädiger Herr. Alles in Ordnung? Oh ja, alles in Ordnung. Sehr schön. In bester Ordnung. Fröhliche Weihnachten, Karl. Fröhliche Weihnachten, gnädiger Herr. Willkommen, Herr Sesemann. Oh, guten Tag, Fräulein Rottenmeier. Wie geht's Clara? So, wie man es bei den Vorgängen der letzten Wochen erwarten konnte. Ich wollte Sie nicht unnütz aufregen, aber das Kind, das Dete gebracht hat, ist unmöglich.
Tatsächlich? Ihre Manieren sind schrecklich und sie verleitet Clara zu allen möglichen Anstrengungen. Ich bin direkt besorgt. Das tut mir allerdings leid. Wieso schickten Sie das Kind nicht fort? Clara schloss sich sofort völlig an sie an und ich hatte nicht das Herz, sie zu trennen. Denn nur das, was Clara will, geschieht. Aber ich hoffe, Sie schicken das Mädchen selbst gegen Claras Willen nach Haus. Papa, Papa, komm doch zu mir! Augenblick, Clara. Wir werden nachher darüber reden. Oh, Papa, ich freue mich so. Clara. Mein Kind, was ist denn mit dir? Ich nahm an, dass... Denn das Fräulein sagte mir... Aber du hast bisher niemals so gut ausgesehen. So schön wie jetzt war es auch niemals. Das macht Heidi. Heidi? Meine neue Freundin. Ich danke dir herzlich, dass sie zu mir kommen durfte. Aber das Fräulein glaubt doch, dass sie dich überanstrengt. Es strengt mich nicht an. Nein, sie macht so viel Spaß, dass ich immer zu lachen muss. Oh, Papa, sie ist so reizend und nett. Ja, mein Kind, nach meiner Reise erkenne ich dich beinahe nicht wieder. Ich hatte eben früher viel zu wenig Freude. Jetzt wache ich morgens auf und denke, ganz bestimmt werde ich heute wieder lachen. Ich weiß nicht, was Fräulein gegen sie hat. Das weiß sie vielleicht auch nicht. Das hier ist Fräulein Heidi. Guten Tag, Heidi. Guten Tag, Herr Gnädig. Soll ich es noch einmal machen? Es ist nicht ganz gelungen. Nein, nein, das kann gar nicht übertroffen werden. Jetzt gehen wir hinein zum Weihnachtsbaum. Du ratest bestimmt nicht, was du kriegst, Papa. Stimmt's, Heidi? Dann lass mich raten. Ist das essbar so mehr zum Spielen? Ja. Oh, sie spielen sicher sehr gern damit. Natürlich. Es ist ein Schaukelpferd. Wir sind fertig für die Bescherung, Herr Sesemann. Dann bitte, Herr Gnädig. Gehen wir rein. Aber bitte reg dich nicht auf, es schadet dir nur. Ja, Fräulein. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar. Hübsch hast du gesungen. Am heutigen Abend danke ich euch allen für die Dienste, die ihr mir erwiesen habt. Wir alle wünschen Ihnen und Fräulein Clara ein langes Leben in Gesundheit und Freude. Danke, Arthur. Oh, vielen Dank. Karl. Danke sehr. Fritz. Danke vielmals. Fröhliche Weihnacht, Frieda. Ich danke sehr.
Wir warten noch bis nach der Bescherung. Er denkt, du schenkst ihm ein Schaukelpferd. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, mir, Herr. Für Sie, liebes Fräulein, als Dank für die aufopfernde Pflege meines Kindes. Danke, Herr Sesemann. Ich fühle fast wie eine Mutter für Clara. Jetzt, Papa, gib Heidi erst mein Geschenk. Oh, Clara, gib acht. Oh ja, ich vergaß. Das bitte, Papa. Recht frohe Weihnachten, mein Kind. Dankeschön. Clara von ihrem Papa. Du musst es umdrehen, schütteln und wieder aufstellen. Das ist Großvaters Almhütte. Er bringt Holz ins Haus. Das gehört mir für alle Zeit. Das gehört dir. Oh, Heidi, guck. Oh, ist die hübsch. Jetzt komme ich dran. Ich kann mein Schaupferd aber gar nicht finden. Wollen wir ihm jetzt sein Geschenk geben? Halten Sie bitte die Puppe. Augenblick, Papa. Geh bitte doch drüber. Hab keine Furcht. Ich hab keine. Clara, halt, mach! Warten Sie! Stütz dich auf mich. Dann gehst du sicherer. Nur keine Angst. Fröhliche Weihnachten, Papa! Oh, mein Kind. Mein gutes Kind. Es hieß damals, du würdest nie wieder laufen können. Ich kann es gar nicht glauben. Heidi zeigte mir's. Heidi? Anfangs hatte ich Furcht, aber sie machte mir's leicht. Ich wurde nach einer Woche immer sicherer. Ich danke dir. Es ist wie ein Wunder. Oh nein, das war der Großvater. Peter sagte, dass ich niemals lesen lernen würde. Aber der Großvater sagte, ich könnte es, wenn ich wollte. Und da ging's. Ich dachte, wenn Clara nur wollte, würde sie gehen können. Und es ging auch. Das ist für mich die schönste Weihnachtsfreude meines Lebens. Großvaters Haus gefällt mir auch. Lassen Sie mich jetzt nach Haus bringen? Nein, ich habe noch eine hübsche Überraschung für dich. Ein Heim bei uns, solange du lebst. Nein, ich reise nach Haus. Du willst es nicht? Der Großvater wartet darauf, dass ich endlich nach Haus komme. Oh, Heidi, ich hoffe, du würdest vielleicht nicht gehen. Aber... Es gefällt dir doch hier bei Clara. Du wirst jetzt ihr Schwesterchen. Ja, ich hätte es wohl gern, aber ich will jetzt nach Haus. Papa, ich sagte Heidi, du schickst sie nach Haus, wenn sie es wünschen sollte. Aber lass sie doch erklären, Kind. Du wirst meine Tochter, kriegst so hübsche Kleider wie Clara, gehst mit ihr zur Schule, kannst immer bei Clara sein. Das ist doch nett. Nein, danke. Ich muss nach Haus, muss zu Großvater. Das kann ich nicht zulassen. Aber Clara versprach's mir. Ich... Es tut mir leid, Heidi. Komm, sei nicht traurig. Papa, ich habe versprochen, dass sie nach Haus kommt. Mein Kind, du kannst dir nicht denken, wie ihr Großvater ist.
Dete sagte mir, er wäre ein furchtbar roher Mensch, mit dem keiner was zu tun haben will. Und Heidi wird mir später dankbar dafür sein. Du! Das büßt du mir! Lassen Sie mir meinen Schneesturm! Mein Rottenmeier! Was soll das bedeuten? Verzeihen Sie mir, Herr Sesemann, aber ich verlor meine Nerven. Sie werden einsehen, Sie können nicht länger in meinem Haus sein. Ja, Herr Sesemann. Ich gebe Ihnen ein Monatsgehalt und Sie verlassen das Haus schon morgen. Großvater! Großvater! Jetzt sehen wir uns nie wieder. Suchen Sie jemanden? Meine Enkeltochter. Sie wird vielleicht im Theater sein. Eine Menge Kinder sind heute dort und sehen sich das Christenmärchen an. Ja, das mag wohl sein. Danke. Wohin denn, Großvater? Ich suche meine Enkeltochter. Aber jetzt können Sie nicht hinein. Ich möchte sehen, ob sie hier ist. Augenblick noch, die Vorstellung ist gleich zu Ende. Am besten, Sie warten hier. Danke. Das war aber schön. Schade, dass schon aus ist. Mutti, gehen wir bald wieder ins Theater. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Engel war so schön, Mutti. Ich möchte es am liebsten nochmal. Das geht ja dann Nikolaus mit dem Ball. Bitte geh doch mit uns zu ihm. Nein, wir müssen jetzt nach Hause. Es war heute schon viel zu viel für ihn. Heidi, sieht ihn doch aber nicht. Ich will den mal gar nicht sehen. Heidi! Heidi, wo bist du? Na, der Großvater ruft mich. Das kann unmöglich dein Großvater sein. Ich kenne doch seine Stimme. Du musst dich wohl irren. Dein Großvater ist 100 Meilen von hier weg. Das war doch seine Stimme. Das hörte ich sofort. Großvater! Großvater! Wo bist du? Heidi! Heidi! Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Das war bestimmt nicht dein Großvater. Heidi! 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 Was wollen Sie denn? Ich glaubte, es wäre Heidis Schlitten. Er fuhr in diese Straße. Heidi! Schutzmann! Heidi! Dieser Mann ist verdächtig. Es ist besser, Sie beobachten. Ist meine Enkeltochter hier? Ein Kind, das Heidi heißt? Ihre Enkeltochter? Soll das ein Scherz sein? Ich will selbst nachsehen. Was ist denn hier los? Was tun Sie hier? Ich suche meine Enkeltochter. Sie ging in dieses Haus. Kommen Sie, kommen Sie. Sie müssen mit der Wache. Kommen Sie. Sie ist in einem dieser Häuser. Ich gehe nicht, ehe ich Sie nicht finde. Sie können unmöglich in jedes Haus eindringen. Herr Leutnant, ich hörte Sie im Schlitten schreien. Es klang, als ob Sie in Not wäre. Sie können heute am Feiertag doch nicht alle Familien stören.
Ich muss sie finden. Jawohl, jawohl. Aber ihr kann hier bei uns kaum was geschehen. Ich werde nachforschen, wo sie wohnt. Das finden wir alles heraus. Sehen Sie, ich kam ihretwegen hierher. Lass den Mann laufen. Ja, es war voll, Herr Wachtmeister. Naturally, naturally. Christmas night. Put him in the detention room, then. Oh, but Herr Wachtmeister. Take him away. Stop that. Christmas comes but once a year. Yeah, with it comes too much beer. Christmas comes but once a year. With it comes too much beer. Hübsch leise. Aufstehen? Warum denn? Wir reisen fort. Oh, ist schon morgen und wollen Sie denn auch mitkommen? Ja, ganz recht. Ich bringe dich nach Haus. Aber ich dachte, Arthur fährt zu uns mit. Psst. Er kann nicht. Du reist mit mir. Schnell, mach dich fertig. If you are just and merciful God, then help me in this hour, in my need. Also komm. Vorher muss ich mich noch von Clara verabschieden. Du kannst Clara nicht im Schlaf stören. Ich sagte, lebe wohl für dich. Oh, ich hab was vergessen. Leise, sag ich dir. How good is stuff to that? Ah, let the poor chap enjoy his Christmas. Fräulein, es ist aber noch ganz dunkel. Es ist noch Nacht. Psst, es ist ein langer Weg. Wir erreichen sonst nicht den Zug. Ja, wir kommen schon hin. Ich will nicht mit Ihnen fahren. Ich fahre mit Arthur. Den siehst du nicht mehr wieder. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Was ist das? Ah, ein nettes Kind. Lassen Sie mich los, ich will zum Großvater. Nein, den wirst du nicht wiedersehen. Komm her, komm her. Ah! Heidi! Großvater! Heidi! Großvater! 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 Heidi! Großvater! Großvater, sie tut mir weh. Großvater, bring mich heim! Was ist passiert? Was haben Sie denn? Dieser Mann raubt mein Kind! Hey, Sie! Halt! Halt, halt! Halt! Er stieß meinen Schlitten. Wem gehört der? Mir. Steigen Sie ein und verfolgen Sie ihn.
Was ist geschehen? Mein Schlitten ist gestohlen. Dein Kind geraubt. Halten Sie nach. Sie wollten in ein verschlossenes Haus eindringen. Sie versuchten vor dem Restaurant einen Schlitten zu stehlen und raubten ein Kind. Das hat er nicht gemacht. Das Kind hier ist mein. Silence! Herr Captain, wer found the wound? Gut. Kommen Sie. Ist das Ihr Kind? Ja, ja, Herr Hauptmann. Das stimmt nicht. And is this the man who struck you in the street and took her away from you? Yes. She's lying. I don't know who she is or what she's doing, but Heidi is mine. That's enough. You will be held for trial. You stupid fools! Can't you see what you're doing? Lock him up! You can't! You're not gonna take her away from me again! No! No, you must take him away! No. He's telling the truth! He is my grandfather! My really and truly grandfather! Please! Come on, Lloyd! Don't be hysterical! Grandfather! You want your lady for the trial? You may take your child home. I am not her child! She's a bad lady! She tried to sell me to the gypsies! Please. Bitte, sie darf mich nicht mitnehmen. Ich habe gar nichts zu tun mit ihr. Ich will nach Hause mit meinem Großvater in die Berge. Ich will Svenli und Berli. Bitte achten Sie nicht weiter drauf, was sie sagt, das dummes Zeug. Ich will nicht mit ihr gehen. Sie zerbrach meinen Schneesturm und hat meine Tante weggeschickt, um mich immer hier zu behalten. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann holen Sie Herrn Sesemann. You tell me the truth. Herr Sesemann? What has Herr Sesemann to do with this? Nothing, nothing at all. He has to. Aunt Dini brought me there to play with Clara. And I taught her how to walk. Oh, this is ridiculous. Augenblick. Es ist besser, man spricht erst mit Herrn Sesemann. Wozu? Wir waren Herrn Sesemanns Gäste, da meine Nichte bei ihm Gouvernante ist. Ich finde, man kann aber unmöglich deshalb Herrn Sesemann hierher holen. Ich glaube doch, wir hören erst vorher, was uns Herr Sesemann zu sagen hat. Großvater! Großvater! Ui, ui, das Melken ist mächtig schwer. Ich nehme Milch lieber aus der Büchse. So ist doch falsch. So machen Sie. Mein Verfuch! Oh, ich sehe schon. Berli hat mich foppen wollen. Sicher wollte sie das. Und jetzt lacht sie über dich. Diese Ziegen. Heidi! Heidi, Sie kommen! Ich versuche doch mal in Ruhe. Laufen wir um die Wette zum Großvater. Nicht so schnell. Hi. Oh, Großvater, das ist Clara. Hast du gesehen? Sie hat mich besiegt. Und da ist auch Herr Sesemann. Guten Tag. Und das ist die Großmutter und der Peter. Das ist Pastor Schulz und Frau Schulz. Heute streite ich es auch nicht ab. Sie wurden vorgestern getraut. Meine Freunde, setzen Sie sich. Sie werden gewiss Hunger haben vom Bergstein.
Beschütze uns Gott und schenke uns vom Überfluss der Erde das, was wir erbitten. Lass dir meinen Großvater und alle Mädchen im Dschungel so viel Glück haben, wie ich's habe. Amen.